Zum 1.3. gibt's wieder neue Mofa, Moped und Rollerkennzeichen. Und wenn du eines dieser Gefährte fährst, brauchst du eben auch du ein neues Kennzeichen. Wie du jetzt ganz einfach, online und kostengünstig an dein neues Kennzeichen kommst und auf welche Punkte du hier unbedingt achten solltest, all das erfährst du im folgenden Video. Ganz viel Spaß beim Anschauen. Servus, hallo bei Versicherungen mit Kopf. Erst verstehen, dann versichern. Mein Name ist Bastian und heute geht's um das Mofa-Kennzeichen oder auch das Roller-Kennzeichen, Moped-Kennzeichen etc. Alle Fahrzeuge, die jetzt hier davon betroffen sind, habe ich mal zusammengefasst. Setz dir den Link hier unten drunter, findest du auf meiner Webseite. Der 1.3. ist hier das wichtige Datum für dich, denn zu diesem Zeitpunkt brauchst du eben ein neues Kennzeichen, denn mit diesem Kennzeichen erhältst du dann auch den neuen Versicherungsschutz. Der verlängert sich leider nicht automatisch, deshalb musst du dir das zum 1.3. neu holen. Und dass du dir auch ein neues Kennzeichen holst, würde ich dir unbedingt empfehlen, denn wenn du das nicht machst, kann dieser Verstoß bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe kosten oder natürlich auch Geldstrafen. Das solltest du eben tunlichst vermeiden. Und ja, ein weiterer Punkt wäre halt natürlich auch noch, wenn du hier einen Unfall verursachst und Schaden entsteht und du hast keinen Versicherungsschutz, bleibst du auf den ganzen Kosten hier sitzen. Diese Versicherungskennzeichen, die wechseln sich in der Farbe jedes Jahr. Ist dir vielleicht schon aufgefallen? Und zwar wechseln die immer zwischen Schwarz, Blau und Grün. Jetzt sind schon manche Schlaumeier auf die Idee gekommen, okay, wenn ich dann quasi jetzt ein grünes habe und dann quasi in 3 Jahren kommt ja dann wieder ein grünes, weil sich das abwechselt, dann nehme ich quasi mein altes grünes und klebe mir das da hinten dran auf meinen Roller. Das funktioniert natürlich nicht. Das ist nämlich auch Betrug und die sind natürlich nicht blöd. Die haben natürlich auf diesen Kennzeichen auch noch eine kleine Nummer mit drauf, die dann genau auch wirklich die aktuelle Gültigkeit unabhängig von der Farbe hier erkennen lässt. Und wenn du hier kontrolliert wirst und hast hier noch so ein altes Kennzeichen dran, dann bist du in Trouble, um es mal so auszudrücken. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist auch noch, wenn du zum Beispiel dir im Januar oder Februar dir diesen Roller holst und den auch dann versichern möchtest, dann musst du dir trotzdem im März dann das neue Kennzeichen holen. Das ist dann halt einfach so. Meistens musst du dann aber auch nur anteilig dann für diesen einen Monat oder vielleicht für diese 2 Monate diesen Versicherungsschutz bezahlen. Das sind eben die Punkte, die hier schon mal allgemein ganz wichtig sind. Wie bekommst du jetzt aber so ein Kennzeichen? Also ich weiß noch, wie das bei mir damals war, früher als ich so 16 war, 17, 18 und hatte da meine Rollerzeit. Ich hatte einen Peugeot Speedfight 2 mit Wasserkühlung, weiß ich noch, heißes Teil, selbst lackiert. Das war wirklich ein Highlight, ein Hingucker. Und da war das dann einfach so, du bist dann einfach zur nächsten, vielleicht Sparkasse gegangen oder zur nächsten Versicherungsagentur, die hier irgendwo war. Und dann hatten die schon so Kennzeichen vorrätig. Dann bist du dann hin und hast da quasi meist bar bezahlt und hast dein Kennzeichen hier dann mitgenommen oder hast das eben mit deinen Eltern zusammen gemacht. Wenn du selbst noch nicht volljährig warst, dann haben die das unterschrieben und fertig. So wurde das gemacht. Ihr wisst ja, ich bin ein Freund von digitalen Lösungen, Lösungen, bei denen du nicht das Haus verlassen musst oder auf irgendwelche Öffnungszeiten achten musstest und die natürlich auch noch günstiger sind. Und ich habe euch hier mal einen kleinen Vergleich mit zusammengestellt, blende ich jetzt einfach mal ein. Und zwar habe ich also die gängigsten gegenübergestellt, ADAC, Sparkasse und aber auch hier mein Favorit, die Helvetia, denn die kann das Ganze komplett online abwickeln zu einem meiner Meinung nach extremst guten Preis. Ne, je nachdem, ob du vielleicht nur die Haftpflicht hier mit absichern möchtest oder aber auch noch eine Teilkasko mit dazu nehmen möchtest. Und was es mit dieser Teilkasko auf sich hat und welche Punkte du hier auch unbedingt beachten solltest, darauf gehe ich jetzt mal kurz ein. Standardmäßig ist bei deiner Haftpflichtversicherung, die ja dann mit diesem Kennzeichen mitkommt, alles an Schäden abgesichert, die du jemand anderen zufügst. Zum Beispiel einen Personenschaden, zum Beispiel einen Sachschaden, aber eben nicht Schäden an deinem eigenen Roller oder Mofa dann. Und über diese Teilkaskoversicherung kannst du jetzt eben manche Bereiche hier eben auch noch mit absichern. Zum Beispiel Brand und Explosion, zum Beispiel Diebstahl oder eben Teildiebstahl von deinem Roller. Auch Glasschäden kannst du hier mit absichern, Schäden durch Tierbisse
auch wichtig, nicht nur Marderbisse, sondern Tierbisse aller Art hier mit dabei. Dann zum Beispiel Kurzschlüsse an der Verkabelung oder auch so der Klassiker, alle Schäden, die durch den Zusammenstoß mit Tieren entstehen. Und hier ganz wichtig, sollte meiner Meinung nach darauf geachtet werden, dass das nicht nur Haarwild ist, also Haar-Wild, sondern wirklich Tiere jeglicher Art. Ich kenne es von meinem Kaff, da rennen alle möglichen Viecher durch die Gegend, nicht nur Haarwild, aber wenn hier ein Zusammenstoß passiert, dann sollte das eben auch mit abgedeckt sein. Ist übrigens bei der vorhin angesprochenen Versicherung der Helvetia alles mit dabei. Link findet ihr, wie gesagt, hier unten nochmal. Dazu sei auch kurz gesagt, das ist ein sogenannter Affiliate-Link. Sprich, wenn ihr mir und dem Kanal was Gutes tun wollt, dann einfach über den Affiliate-Link das Ganze machen. Dadurch entstehen euch keinerlei Mehrkosten. Ihr tut uns lediglich was Gutes. Dafür würde ich schon mal Danke sagen. Wenn du das nicht möchtest, dann kannst du das natürlich auch über den anderen Weg gehen, dass du da ganz normal auf die Webseite gehst. Ist natürlich auch in Ordnung. Das einfach nur ganz kurz dazu. Ja, und zu guter Letzt noch zwei Punkte. Einmal, wie muss das Kennzeichen angebracht werden? Und Punkt Nummer zwei, was passiert eigentlich mit diesem Versicherungsschutz, wenn du dein Fahrzeug verkaufst? Also erstmal zum Anbringen dieses Kennzeichens. Das ist für mich wieder so typisch deutsch, wo ich einfach so denke, Alter, als gäbe es sonst nichts Wichtiges. Aber das ist geregelt in Paragraph 27 der Fahrzeugzulassungsverordnung. So heißt es, glaube ich, und da ist echt so ein Passus mit dabei, wo drin steht, dass das Ding in einem 45-Grad-Winkel angebracht sein muss. Mindestens 20 cm muss quasi das untere Ende des Nummernschildes über der Fahrbahn liegen und noch so ein paar andere Dinge. Leute, ich sage einfach, bringt es bitte einfach gut lesbar an und guckt, dass es nicht irgendwie irgendwo am Fahrbahnboden oder sonst irgendwo rumkratzt oder sonst was. Okay, dann solltet ihr hier safe sein, aber ich habe euch das auch nochmal hier verlinkt, wer sich das alles hier durchlesen möchte und dann mit so einem Winkelmesser vielleicht dann da ans Kennzeichen gehen will. Ja, willkommen in Deutschland. Und der letzte Punkt eben, was passiert, wenn du deinen Roller verkaufst? Was passiert mit diesem Versicherungsschutz? Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal, dass du quasi das dann überträgst an den Käufer. Hier muss dann einfach die Versicherung informiert werden, dass das umgeschrieben wird auf den neuen Versicherungsnehmer. Oder die Option 2, die ich jetzt bevorzugen würde, du gibst quasi einfach dieses Kennzeichen, schraubst es ab und schickst es wieder zurück an die Versicherung, kriegst dann entsprechend das wieder gut geschrieben, was du vielleicht hier schon bezahlt hast, an die Versicherung, weil ja vielleicht nicht die komplette Periode hier das Fahrzeug von dir genutzt wurde, weil du es eben verkauft hast. Und das würde auch, wäre eben der Punkt, wie ich das machen würde, weil wenn du das Kennzeichen da dran lässt und der andere dann jetzt damit weiterfährt und ihr habt da vielleicht was ausgemacht, dass das geändert wird oder sonst was und dann passiert aber irgendwas und dein Name steht da aber noch drin in diesem Versicherungsschein, dann kannst du hier auch zur Rechenschaft gezogen werden. Deswegen würde ich das so nicht machen. Jawohl, das waren alle Punkte, die meiner Meinung nach wichtig sind, die du eben zu deinem neuen Kennzeichen für dein Mofa, Moped, Roller etc. wissen musst. Ich würde natürlich jetzt auch mal wissen wollen, wie du das Ganze siehst. Wie machst du das mit deinem Roller? Wie hast du das in der Vergangenheit gemacht? Machst du es jetzt vielleicht auch mal über die bequeme, sage ich jetzt mal, und auch kostengünstige Online-Lösung? Ich bin gespannt. Schreib es mir unten in die Kommentare. Ich freue mich auf dein Feedback und ansonsten hoffe ich, das Video hat dir gefallen. Lass mir noch einen Daumen hoch da und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, ja, dann wird es jetzt höchste Eisenbahn, dass du jetzt noch ein Abo dalässt, damit du in Zukunft kein wichtiges und praktisches Versicherungswissen mehr verpasst. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Servus und mach's gut.